Okay, zwei Stücke sind noch da. Zwei sind noch da. Oh Mann, eins ist noch da. Okay, mal nachrechnen. Ich hab das dritte. Er hatte zwei und sie ist beim zweiten. Nein, sie ist raus. Sie ist eine Zwei-Stück-Esserin. Die Sache läuft zwischen mir und dem alten Mann. Eigentlich ist es seins, aber ich müsste es schaffen können. Im Prinzip bin ich der Einzige, dem es zusteht. Drei Stücke und er starrt schon aufs vierte. Kein Wunder, dass er so fett ist. Aber das steht mir zu, Moppelchen. Oh Gott, er hat Blickkontakt mit dem Stück aufgenommen. Ich muss schneller sein und es mir schnappen. Oho, das ist also deine Taktik. Oh nein, sie machen schon wieder Wettschlingen um das letzte Stück. Ich bin zwar satt, aber den Spaß lasse ich mir nicht entgehen. Mann, das Restaurant war absolut klasse. Das war toll. Mich nervt nur dieses dauernde Gefrage, ob man frisch gemahlenen Pfeffer will. Da könnte ich schreien und würde ihnen gern sagen, sie sollen doch gleich anständig würzen. Wieso stellen die Pfeffermühle nicht einfach auf den Tisch? Genau. Die denken vielleicht, dann wird das Trinkgeld. Ja, aber nur was Pfefferfetischisten. Alles nur Show. Ja. Es kommt mir vor, als wäre ich hier schon gewesen. Oh, das kommt wahrscheinlich daher, weil du die Möbel alle schon bei IKEA gesehen hast. Ja. Hier ist der Artikel, den du haben wolltest. Oh, prima, danke. Mal. Es ist auch ein toller Artikel über das neue Steakhouse am Northern Boulevard drin. Die fliegen ihr Fleisch aus Chicago, postwendend in ihre Bratpfannen. Hättet ihr Lust, sonnabend mit uns hinzugehen? Wenn ich das Wort Fleisch höre, wird der Löwe in mir wach. Das klingt gut. Abby? Ich schaue lieber noch mal nach, aber zu 75% wird es was. Okay, gut. Wir sehen uns. Schönen Abend. Danke. Ich rufe dich morgen an. Ja, Spaß gemacht. Gut nach Hause. Okay, gute Nacht und fahr vorsichtig. Bestimmt. Mark und Abby. Siehst du, ich wusste, du wirst Ja, tut mir leid, dass ich gezweifelt habe, aber du kennst Abby vom Yoga und da war ich misstrauisch. Ja, ich weiß, aber als sie auch den Lehrer nachgeäfft hat, habe ich sie ins Herz geschlossen. Ja, es ist großartig. Ich meine, ich mag Mark, du magst Abby. Und ich mag Abby und du Mark. So eine Doppelzuneigung findet man selten. Was machst du da? Wir waren gerade essen. Nur ein kleiner Magenschließer. Oh, eine neue Schachtel Camembert-Käse. Ich esse keinen, aber gut zu wissen, dass er da ist. Na gut, wenn es denn sein muss, esse ich einen Pudding. Weißt du, was ich an den beiden besonders mag? Sie sind kinderlos. Ja, angenehm. Ja. Ich meine, Deacon und Kelly sind süß, aber immer dies, wir kriegen keinen Babysitter, dem einen tut das Ohr weh, der andere hat eine Murmel verschluckt, bla bla bla. Nervig, eindeutig. Mark und Abby sind völlig frei. Weißt du, was sie sind? Unsere neuen Freizeitpartner. Ja, wir können einfach anrufen und boom, sitzen wir im Jet nach Monte Carlo mit den Schmenkmans. Schatz, ihr Name ist nicht Schmenkman. Sie heißen Shropshire. Shropshire? Shropshire. Zu schwer, ich bleib bei Schmenkman. Hallo? Hi, Kelly. Wie geht's? Oh, warte eine Sekunde. Deacon und Kelly hätten Zeit, diesen Sonnabend auszugehen. Da wollen wir doch die Schmenkmans treffen. Ist das fest? Sie meinte 75%. Drück auf stumm. Okay. Drücken. Ich weiß nicht, wo das ist. Da ist es, okay? Ich teste es kurz. Es funktioniert. Schon gut. Also, was machen wir jetzt mit Sonnabend? Also, Mark und Abby haben drei Viertel zugesagt. Wenn wir jetzt Deacon und Kelly absagen und es wird nichts, stehen wir dumm da. Und was heißt das? Es heißt, wir halten Deacon und Kelly hin, bis wir Bescheid wissen. Sag ihnen, zu 75% wird es bei uns klappen. Carrie, die Schmenkmans haben uns 75 gegeben. Wir haben also bloß 25. Aber wir können Deacon und Kelly nicht mit lächerlichen 25% hinhalten. Lüg und mach 50 draus. Kelly, entschuldige, Arthur Schrittmacher hatte einen Kolbenfresser. Was Sonnabend betrifft, da kann ich zu 35% sagen, dass wir können. Hm? Okay, wenn's hilft, sage ich 40. Na gut, dann müssen wir es eben verschieben. Mach keinen Mist und erhöhe auf 50. Hä? Oh, warte eine Sekunde. Brunch am Sonntag? Gut, ja, ist in Ordnung. Wir machen es hier. Okay. Ja, ist gut und wir machen es bei uns. Okay? Hm? Oh, nein, nein, nein. Bringt sie ruhig mit. Ja,
Okay. Gut, bis dann. Sie kommen mit den Kindern. Was hätte ich sagen sollen? Haltet euch fest, meine Lieben. Die neuesten Neuigkeiten. Ich war eben kurz an dem Zeitungsstand, wo sie Blätter aus dem ganzen Land führen. Und hab mir den Landwirt aus Cleveland besorgt. Und jetzt seht euch das an. Auf was genau erwartest du jetzt eine Reaktion? Da ist eine Werbung für Sergeant Sortys Knuspermüsli. Und, soll mich das glücklich machen oder ist das eher traurig? Glücklich machen? Das ist das beste Frühstücksmüsli, das die Menschheit je aß. Ich habe mir in meiner Jugend jeden Morgen dieses Müsli mit Milch zubereitet und dazu lief Sergeant Saltys Radiostunde. Ich lauschte begeistert den Abenteuern von Sergeant Salty und seinem guten alten Freund Bugle Dog. Freut mich, dass du das gefunden hast. Ja. Ich dachte, sie hätten die Produktion eingestellt, als herauskam, dass Sergeant Salty ein Chinesenmädchen in seinem Keller gefangen hielt. Hallo? Oh, hi, Abby. Es geht Sonnabend nicht? Das ist aber schade. Was meinst du? Kannst du eine Sekunde warten? Ja. Jetzt wollen sie gern Sonntag brunchen. Na, das ist ja vielleicht ein Mist. Dann rufen wir Deacon und Kelly an und sagen, es geht Sonnabend. Soll ich etwa sagen, unser besseres Date hat abgesagt? Das wäre wie eine Ohrfeige. Weißt du was? Wir laden alle Sonntag zum Brunch ein. Ja gut, ist okay. Okay. Abby? Ja, Sonntag ist gut. Und wir machen es bei uns. Es kommen auch ein paar Freunde von uns. Okay? Dann also Sonntag gegen 11. Bis dann, ich freue mich. Na, wenn das nicht raffiniert war. Mann, wir wissen nicht, wohin vor Leuten. Er gehört zu den Typen, die einem das ganze Band voll quatschen. Ich komme nach Haus, drück im Vorbeigehen den Knopf und hör. Hey! Doug! Hier ist Bob! Geht's gut? Ruf mich doch mal an. Die Nummer ist 783-4567. Oh. Euer Baby ist so schnubbelig, eure beiden Kinder. Danke. Tja, Mark und ich haben schon überlegt, ob es nicht Zeit wird, uns auch eins anzuschaffen. Oh, oh. Wirklich? Ja. Wow, wie macht es doch? Warum auch nicht? Ach ja, so schnell wollt ihr loslegen? Ich meine, ihr seid erst 2 Jahre verheiratet. Ihr solltet eure Zeit noch genießen. Aber das stimmt, Kindervereinnahmen meinen völlig. Wir waren bestimmt schon 6 Monate nicht mehr im Kino. Ja. Leben kann man vergessen. Wir sind fast jeden Abend im Kino. Ja. Auf der anderen Seite ist es etwas Besonderes, Geniales. Seit dem ersten Kind sind unsere Prioritäten völlig andere geworden. Und wenn sie dann lächeln und Daddy zu dir sagen, ist das ein irres Glücksgefühl. Oh, Mark. Ich weiß, wir versuchen es einfach. Du weißt doch aber, dass ein Baby deine Figur völlig ruinieren würde, Abby. Sie wird nie wieder wie früher. Außer bei dir. Danke. Kann ich ihn mal nehmen? Ja, natürlich. Pass auf, der sabbert mit Vorliebe. Sieh doch nur, Mark. Hallo, was haben wir denn für kleine Füßerlein? Hey, Mark, wie wär's denn mit Lachs und Kapern, hä? Keine Zeit. Oh, das ist die Nummer zu Hause, meine Firmennummer, Marks Firmennummer, unsere E-Mail, die am besten klappt, und unsere Handynummer. Oh, vielen Dank. Und ja, danke nochmal. Wiedersehen. War nett, dass ihr da wart. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Mensch, morgen. Schönen Tag noch. Bis bald. Wiedersehen. Wow. Hausnummer, Firmennummer, Handynummer, E-Mail. Ja, sie wollen unbedingt Kontakt halten. Das ist doch nett. Jetzt sind unsere Freunde auch miteinander befreundet. Ja, schön, wenn man sowas hinbekommt. Ja, absolut. Die nehmen uns unsere Schminkmens weg. Arthur, ich habe ein kleines Päckchen für dich. Das muss mein Knuspermüsli sein, dem Himmel sei Dank. Wow. Erst hier unterschreiben. Oh, ich verstehe. Das könnte dir wohl so passen, hä? Huh? Augenblick, dafür kann ich doch nichts. Das ist Vorschrift bei uns. Ich bin doch kein Blödmann, Junge. Ich schreibe auf dieses elektrische Dings da und schon habt ihr mich. Dann bin ich bei euch registriert. Auf euren Listen. Und bald darauf wisst ihr, was für Videos ich mir leihe. Und schon stehe ich als Perverser da. Ich bitte dich. Na gut.
Hier. Gut, danke. Schmather Schmuna. Du bist zu clever für uns. Angus, hol die Milch. Und mach dich auf ein Festessen gefasst. Mal gut. Ist lecker aus der Hand, nicht? Man kann es auch aus der Packung schütten, so machen es die meisten. Ich bin aber nicht wie die meisten. Schmeckt genau wie früher. Na los, mein Junge, hau rein. Ja, nicht so hektisch. Es ist salzig. Welches Wort denn, Sergeant Salty, hast du denn nicht verstanden? Ich weiß genau, was Salty bedeutet. Darum gehört es noch lange nicht ins Müsli. Das haben Millionen Menschen geliebt. Ist mir egal, ich will von Müsli nicht das Kotzen bekommen. Du bist ein Stänkerer. Und ein Ignorant. Hi, Schatz. Hi. Was ist in dem Paket? Ein lebenslanger Vorrat an Kotzmüsli. Gut, gut. Tja, es ist offiziell. Ich hab's gerade telefonisch erfahren. Deacon und Kelly gehen mit unseren Schmankmans aus. Wirklich? Zum Essen. Diesen Sonnabend. Wenn das nicht scheiße gelaufen ist. Ich wusste, wir hätten sie nicht zusammen weggehen lassen dürfen. Wir hätten ein paar hier behalten sollen. Ja, absolut richtig. Wir hatten sie hier bei uns. Was ist passiert? Ich bin sicher, dass dein Rülpsen mitten im Brunch nichts damit zu tun hat. Was war das? Schocktherapie? Du schiebst es auf mich? Nein, ich wollte nur sagen, dass möglicherweise nicht jeder auf nach Wurst riechende Rülpser abfährt, so wie ich das tue. PS, ich glaube sogar, dass es niemand tut. Schon klar, ja. Und du hast 40 Minuten lang über deine Nasenoperation referiert. Das hat Pluspunkte gebracht. Sie hatten gefragt. Ja, aber weißt du, es gibt da eine kleine Zauberformel, die du vielleicht lernen solltest. Fasse dich kurz. Okay, und für dich habe ich auch eine. Nein, danke, ich bin satt. Wow. Das war fies, entschuldige. Wir haben keinen Grund, uns zu streiten. Du hast recht, aber das geht an die Substanz. Ich meine, wir verlieren die Schmankmans und Deacon und Kelly. Das mit Deacon und Kelly war eine solide Sache. Ich meine, sie waren nicht gerade hip, aber sie waren Freunde. Jetzt warte, wir haben bis jetzt noch keinen ganz verloren. Sie treffen sich zum Essen, na und? Damit fängt es an. Erst gehen sie essen, dann ins Kino, machen Ausflüge, fahren in die Ferien und... Irgendwann müssen wir uns ihre Dias von Disney World ansehen. Und sind innerlich zerstört. Weißt du was? Die Schmankmans sind zwar nett, aber so toll sind sie nun auch wieder nicht. Wahrscheinlich nicht. Und es gibt hunderte von Paaren, mit denen wir uns verabreden können. Hast recht, du hast völlig recht. Paare bekommt man überall nachgeworfen. Du kannst nicht spucken, ohne ein Paar zu treffen. Vollkommen richtig. Und? Wer fällt dir ein? Okay, mal kurz überlegen. Wie wär's... Oh. Nein, die sind tot. Hab ich jetzt? Ja, das ist ein wahres Wort. Wollen wir zum Japaner? Oh ja, der in der 58. ist gut. Sumimasen koshodoso. Oh. Kim, richtig? Kim Miller? Bin ich, ja. Sie sind neu in der Buchhaltung, nicht? Ja, und Sie sind? Carrie Heffernan, ich bin Grossmans Sekretärin. Oh, ich wusste doch, ich habe Sie schon mal irgendwo gesehen. Hi. Hi. Gary Miller, sehr erfreut. Hi, Gary. Hätten Sie vielleicht Lust, heute Abend auszugehen? Erwarten. Dieser Bruce Willis muss toll sein. Er ist absolut klasse. Der Mann ist echtes Kulturgut. Will jemand was Deftiges? Oh ja, gern. Oh, danke. Hier, Schatz. Danke. Wow. Kräftig gewürzt. Mhm. Apropos Gewürze, das nervt mit dem Pfeffer. Ihr wisst doch, wenn im Restaurant dauernd der Kellner kommt und fragt, ob man frischen Pfeffer will. Ich finde das lästig. Oh ja, das stimmt. Das Gleiche machen Sie mit dem Parmesankäse, nicht? Ja, exakt beobachtet. Ich kann mit ihm leben. Und? Wie ist es? Plant ihr was Kleines? Wie bitte?
naja, Babys. Nachwuchs. Wir sind Bruder und Schwester. Hallo, Kinder. Was ist das denn? Wollt ihr nicht weggehen? Nein, heute haben wir keine Lust. Können Deacon und Kelly nicht wegen der Kinder? Eigentlich könnten sie. Sie gehen aber mit anderen aus. Was ist mit diesen anderen netten Leuten, die am Sonntag hier brunchen waren? Die waren sehr charmant. Carrie hat doch gesagt, wir haben keine Lust. Okay, schon gut. Nur nicht die Nerven verlieren. Dad, hör zu. Wenn dir das salzige Zeug zum Hals rauskommt, zwing dich nicht, alle 100 Packungen leer zu essen. Hat er dir davon erzählt? Hat er es gewagt, mein Müsli schlecht zu machen? Den ganzen Tag seit heute Morgen. Ich liebe dieses Müsli, ich liebe es. Du vielleicht nicht, weil du verbittert bist, aber ich liebe es! Dann genieß es, mein Segen hast du. Ich hab gelogen, es ist eklig. Ich hab ziemlichen Durst. Ich werd was trinken gehen. Weißt du was? Wenn wir ausgehen, hebt das garantiert unsere Laune. Gut, aber was wollen wir machen? Wenn du Lust hast, können wir in das neue Steakhouse gehen. Jede Menge Lust. Du plus Fleisch, das bringt mich in Wallung. Oh, du hattest recht. Jogginganzug wäre daneben gewesen. Ein Tisch für zwei? Ja, gerne. Danke. Oh nein. Was ist? Sie sind hier. Es war meine Empfehlung und Sie gehen hinter meinem Rücken einfach hier hin. Das darf doch nicht wahr sein. Was machen wir jetzt? Lass uns gehen. Ja. Hey! Hey! Oh, Mann! Hey! Oh! Damit das kein Zufall ist. Schön, Wilfe braucht mal wieder etwas Fleisch. Natürlich mit frischem Pfeffer drauf. Ja. Ich hab dir den kleinen Tipp gemopst, entschuldige. Hey, darauf steht Gefängnis. Wollt ihr euch mit hinsetzen? Wir rücken zusammen. Oh, ja. Nein. Ihr seid ja schon fast fertig. Na, das ist doch ganz egal. Vielleicht hatten wir vor, zu zweit ein bisschen zu feiern, denn Doug hat in 6 Monaten Geburtstag. Guten Appetit und viel Spaß noch. Danke, viel Spaß. Okay. Oh Gott, wie peinlich. Wollen wir uns nicht doch mit rübersetzen? Nein. Aber Sie wollten es doch. Ja, weil Sie Mitleid hatten, verstehst du? Im Prinzip wollten Sie es gar nicht. Wundervoll, ja. Das ist gemein. Jedes Mal, wenn Sie lachen, ist das ein Witz, den wir verpassen. Ich glaube, wir sollten doch hingehen. Meinst du wirklich? Ja. Wir setzen uns damit hin, packen noch einen drauf und zeigen, was für ein nettes, witziges Paar wir sind. Das kannst du laut sagen, verdammt. Wir sind die Heffernans. Wir haben das Wort Witz erfunden. Los geht's. Hey, große Überraschung. Die Heffernan sind da. Und wir haben unser Essen dabei. Komm, setz dich zu mir. Okay, danke. Tja, na, ihr Anti-Vegetarier. Oh, Mann, ist der Junge stürmisch. Das ist wie der Sonntagsbrunch, nur viel enger. Möchten Sie bestellen? Ja, möchten wir. Und zwar möchten wir erstmal ordentlich Wein für alle auf unsere Rechnung. Danke. Oh, das ist im Bett. Rot oder weiß? Völlig egal, ob er rot, weiß oder bunt gestreift ist. Er soll nur in den Kopf steigen. Oh, Entschuldigung. Ma'am? Ich würde gern den Lachs nehmen. Wow, Fisch im Steakhouse. Sie muss eine verkappte Hexe sein. Erraten Sie, ist eine und was für eine. Hey, das Porterhouse ist wirklich gut. Ja, toll. Ja, wirklich? Dann ein Porterhouse. Das klingt aber ziemlich groß. Kann ich denn bei Ihnen auch eine Porterhütte kriegen? Alles klar? Ich danke Ihnen vielmals. Keine Ursache. Danke. Also, was ist denn nun hier los bei euch, ha? Ihr lacht ja wie die Weltmeister. Eigentlich habe ich Ihnen ja nur erzählt, dass Mark und ich definitiv entschlossen sind, ein Baby zu kriegen. Ja. Hey, das ist ja großartig. Ja, da wünsche ich euch viel Erfolg. Ja. So, und jetzt haltet euch mal alle fest. Carrie und ich haben gerade dasselbe beschlossen. Ja. Ja, mal sehen, wer von uns beiden gewinnt. Ist dir klar,
Dass die jetzt immer drauf lauern, dass mein Bauch wächst? Na, dann sagen wir ihnen, meine Spermien werden zu faul. Ja, ja. Wobei, wenn sie dann bald ein Baby haben und wir nicht, dann fangen wir wieder von vorne an auf der Freundschaftsliste. Ach, wen interessiert's? Freunde halten dich bloß davon ab, fernzusehen. Oh, da hat jemand eine Autopanne. Soll ich fragen, ob wir ihnen helfen sollen? Ja, sie sehen nett aus. Sogar sehr nett, würde ich sagen. Ein junges Paar, etwa unser Alter. Gut angezogen. Zwei Sitze, das bedeutet keine Kinder. Lass uns Freunde machen. Okay. Was hören Sie gerne? Rock? Jazz? Hey, wir waren gerade in diesem tollen neuen Steakhouse. Da müssten wir mal zusammen essen. Ja, ja, ja. Ja, da vorne um die Ecke ist eine Tankstelle. Etwa die da? Nein, die strecken den Sprit, die Gauner. Ich werde sie zu meiner bringen. Hey, wenn wir ins Steakhouse gehen, hüten Sie sich vor den Typen mit der Pfeffermühle. Die gehen mir immer auf die Nerven. Ich meine, was soll der Unsinn?